Okay. Mit Sleazy reden wir gleich mal. Erstmal. Ja, die Samenpflanzen. Und die Katze. Oh, Scheiße. Ich glaube, das Vieh läuft mir nach. Die Samen einpflanzen. Ja, ich hoffe, da wächst irgendwas. Ich will's aber nicht beschreien. Katzi, willst du? Ich will mit der Scheiß... Vor der Scheiß Katze. Vergiss es. Okay. Ich muss die Wespen da halt irgendwie noch weglocken, ne? Das wird keine Wespe erschrecken. Okay, dann nicht. Mann, du blödes Vieh, lass mich endlich in Ruhe. Ich will... Wenn ich jetzt wieder weggehe, und ich Katze wieder mit? Ja. Achso, aber er sagt nichts Neues, okay. Was zur Hölle stimmt mit dem... Achso. Hey, was geht's, Sleazy? Seh mal einer an, wenn das nicht der Grünschnabel ist. Ich hörte, du hast deine erste Nacht im Loch verbracht. Hat Spaß gemacht? Könnte wetten, du willst da wieder rein. Nee, glaub mir, das will ich sicher nicht. Hör zu, Grünschnabel, wenn ich du wäre, würde ich mich im tiefsten, dunkelsten Loch verstecken, das du finden kannst. Hör mal, mein Freund, Randall Hicks ist kein Feigling. Tja, wenn man dich so anschaut, könnte man zu einem anderen Schluss kommen. Was soll das heißen? Das heißt, sei bei den Schwestern vorsichtig. Ich höre, die sind echt sauer auf dich. Die wollen offensichtlich deinen Kopf auf einem Spieß. War nur ein Spaß, Junge. Keiner will deinen Kopf. Aber vielleicht solltest du dich trotzdem vom einen oder anderen fernhalten. Danke. Übrigens, irgendwas ist anders an dir. Anders? Was meinst du? Hier ist nie irgendwas anders. Also... kommst du immer noch gut an Sachen ran, ja? Das stimmt. Was brauchst du denn? Tja, so einiges. Ich höre, Grünschnabel, worum geht's? Ich brauch Frittierfett, Streichhölzer und Dünger. Kein Problem. Kannst du morgen alles haben. Ah, dann vergiss es. Das Detail hatte ich vergessen. Hey, ich weiß, was los ist. Du rauchst wieder, oder? Wieder? Hab nie aufgehört, seit ich hier bin. Meinst du nicht, das ist eine schlechte Angewohnheit? Du solltest mal Nikotinkaugummi probieren, ist auch gesünder. Gute Idee, aber ich hab kein Nikotinkaugummi. Das Einzige, was ich nicht besorgen kann, ist echt frustrierend. Ich hatte aufgehört, bis ich hierher kam, aber wegen dem ganzen Stress habe ich wieder angefangen. Tja, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um aufzuhören. Was mich wirklich ankotzt, ist, dass ich mich echt an den Kaugummi gewöhnt hatte. Hat mir sogar richtig gehend geschmeckt. Tja, dann ist ja heute dein Glückstag, mein Freund, weil ich dir nämlich vielleicht was besorgen kann. Ehrlich? Klar, du wolltest mir doch einen Panzer besorgen, oder? Dann sind wir quitt. Ein Panzer? Okay, aber das dauert bis morgen. Ist schon okay. Du kannst mir doch sicher was im Austausch anbieten. Ja, klar. Mir fällt gerade ein, ich muss noch zum Zahnarzt. Nice. Echt? Na, dann lieber du als ich. Ich gehe noch zur Massage. Ja, klar. Okay, gehen wir mal rein. Mary durfte ja noch sitzen wieder, ne? Ja. Hey, Mary, wie geht's deiner Rübe? Guter Witz, Junge. Du glaubst wohl, Wachen anzugreifen wäre lustig. Weißt du, wenn dir das nächste Mal der Sonntagsfilm nicht gefällt, schreib's einfach auf, okay? Oder du bleibst eine ganze Woche im Loch. Ich hab dich gewarnt. Der Sonntagsfilm? Ach so, verstehe. Und was war das für ein cineastisches Meisterwerk? Du bist echt unfassbar. Nach all dem Ärger, den du gemacht hast, kannst du dich nicht mal mehr an den Film erinnern? Ihr Kids habt doch alle die Hirnschmelze heutzutage. Ja, aber sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich weiß es nicht mehr. Der mit dem Roboter, der überall mit seinem Motorrad rumfährt? Terminator? Ja, genau. Terminator 3. Gab's grad billig. Terminator 3? Und es gab nicht mal einen Aufstand? Ach, die Leute haben sich ein bisschen beschwert. Aber nichts im Vergleich zu deiner Reaktion. Du hättest sie sehen sollen, als vor ein paar Jahren Rendezvous mit Joe Black kam. Da gab's richtig Probleme.
Muss sagen, wir Wachleute waren auf sowas nicht vorbereitet. Einfach nicht vorbereitet. Was war los? Stell dir vor, Geschrei, Gefangene, die sich gegenseitig erwürgten, überall Blut. Ein Typ steckte sich sogar einen Löffel ins Auge. Was? Man sieht hier Sachen, auf die man lieber verzichten würde. Mann, Mary, dieser Ort hat sie wirklich hart gemacht, was? Das passiert eben, wenn man Tag und Nacht mit den Übelsten der Üblen verbringt. Den Aussätzigen der Gesellschaft. Diebe, Mörder, Vergewaltiger. Du weißt schon, dieser Ort verändert Menschen. In der Tat. Mhm. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Wissen Sie, die anderen haben mich gezwungen. Schon okay, Junge. Ich kann das wegstecken. Ja, das haben Sie zur Genüge bewiesen. Wer hat dich angestiftet? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Murray. Sie wissen, was man mit Spitzeln anstellt. Da überlebe ich nicht lange. Verstehe. Egal, ich gebe dir einen Rat. Lass dich nicht von den anderen rumschubsen, Junge. Wenn du dich nicht wehrst, machen sie einfach weiter. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei ein Mann und stell dich ihnen. Nee, ich bin mehr so der Typ, der wegrennt und sich versteckt. Aber danke für den Tipp. Okay. Wissen Sie, wo ich etwas Frittierfett oder eine Handvoll Streichhölzer herkriege? Fett? Streichhölzer? Was zum Geier hast du denn vor? Nichts, nichts. Nur keine Sorge, Murray. Wissen Sie, warum mir die Katze plötzlich immer folgt? Tja, kein gutes Zeichen. Wie meinen Sie das? Die Katze läuft hier schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie etwas enger mit jemandem wird, dann weil der demnächst ins Gras beißt. Irgendwie kann diese Katze den Tod riechen. Was? Stimmt schon. Weißt du, wir hatten ja auch eine Todeszelle. Und immer, wenn sich die Katze einen ausgesucht hatte, war der nächste Kandidat. Zufall? Irgendwie unheimlich, oder? Tja, kann auch sein, dass der Direktor einen komischen Sinn für Humor hatte. Das wäre mies. Okay, dann sagen Sie ihr, dass sie mir nicht nachlaufen soll. Ja, ich hab das Schicksal nicht in der Hand. Und halte dich in Zukunft von mir fern, okay? Na super, einfach toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, ich mach mich auf die Socken, Murray. Man sieht sich. Na dann, verzieh dich. Ich bin gerade überlegt. Ich hab das ja beim letzten Mal mit Dr. House erwähnt. Ich will... Das ist ja da... Es hatte damit... Also, beziehungsweise... Katzen riechen oder merken die Wärme und die gehen sehr, sehr gerne an einen Ort, wo es sehr warm ist. Und wenn Leute sterben oder vorm Sterben sind, dann wollen die halt, dann werden sie halt auch mal sehr warm. So fiebrig, sag ich mal. Dadurch ist die Katze oder kommt die Katze halt immer hin. Hier ist der Nikotinkaugummi. Wie versprochen. Spitze. Kann ich dir eine Zigarette und ein Streichholz im Austausch anbieten? Okay. Okay, hier, bitte. Eine Kippe und ein Streichholz. Danke, hier ist ein Kaugummi. Vielleicht habe ich morgen noch mehr. Nice. So, kann ich jetzt... Es wird nicht... Ja... Ja. Das wär's. Verschwindet, ihr Drecksviecher, und kommt ja nicht wieder. Okay, Schlauch an den Wasserhahn. Den Schlauch kann ich nie? Erst benutzen, wenn ich... So. Kann Wasserhahn. Ich nicht machen. Jemand hat das Ventil mitgenommen. Ich... Ah, okay, brauche ich... Okay, ich weiß, was ich brauche. Irgendwas für ihn. Hier, ein Hufeisen. Gut. Nee, Seife brauche ich. Das Buch brauche ich auch. Hier, Kumpel. Damit geht's, oder? Klar, Mann. Das geht. Gib her. Nice. Hier. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die magische Schachtel arbeitet mit magischer Mentalenergie. Ich dachte, du wärst ein Illusionskünstler. Wie meinst du das? Naja, ein Illusionskünstler erschafft Illusionen. Der benutzt keine Magie.
Du weißt schon. Oder nicht? Schau mal, willst du den Trick nun sehen oder nicht? Klar, kann's kaum erwarten. Dann halt die Klappe und stör mich nicht. Sorry. Du hast den Ball weggekickt, das habe ich gesehen. Nennst du mich einen Betrüger? Ja, klar. Okay, du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? Ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen einem magischen Ring, also... Klar bist du das, Monster. Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Das weiß ich schon. Egal, jetzt habe ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Sehr nice. Jetzt kann ich das Medaillon als Ventil benutzen, oder? Oh, ich bin heute in Höchstform, ey. Hoffen wir mal, dass der Plan aufgeht. Und die Saat, versteht sich. 24 Stunden später. Die Katze. Okay, mal sehen, ob was gewachsen ist. Alles klar. Ja. Was zum... Du Scheißvogel, verzieh dich! Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das werde ich Brooks sagen. Oder es wenigstens versuchen. Ich hab gesagt, du musst nur was anpflanzen. Irgendwas. Also, tut mir leid. Aber in dir steckt einfach kein Gärtner. Das liegt an dem blöden Vogel. Keine Ausreden, Gefangener. Wenn der Vogel dich stört, solltest du was unternehmen. Das Gärtnern ist eine heikle Angelegenheit. Also komm, kümmere dich drum. Okay, kann ich das? Warte mal. Das soll nicht... Da will... Es gibt... Dann erstmal wieder das machen, so. Kann ich hier die Vogelscheuche irgendwie... anstinken lassen oder so? Ja! Oh, jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Katzi! Deswegen ist... Ich wusste doch, sie folgt mir irgendwie irgendwas. Wegen dem Schwamm. Verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Okay. Ich brauche schon wieder ein Streichholz. Sleazy. Warte mal, hat er jetzt einen Panzer für mich? Wie kannst du dieses Kraut nur rauchen? Deine Lungen müssen wie Kohle aussehen. Vielleicht. Aber... Du solltest Nikotinkaugummi probieren. Das ist gesünder. Das würde ich gern, aber Nikotin... Mach dir nichts drauf. Danke. Ah, okay. Noch eine Zigarette? Okay. Okay. Ich will mein Phosphor hier eigentlich nicht verschwenden, aber dann muss ich halt irgendwie Nachschub besorgen. Okay. Schlauch mitnehmen. Schlauch an Wasserhahn. Wasserhahn anmachen. Schlauch nehmen. Vor dem Wässern sollte ich erstmal was pflanzen. Oh. Das stimmt natürlich, ne? Das wäre eine Idee. Okay.
Okay, alter Junge. Hoffentlich. Versuchen wir es erneut. Okay. Nikotinkaugummi mitnehmen. Ab. Und... Please. Ich hab's geschafft. Es wächst was und die Krähe hat's nicht aufgefressen. Mann, ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Pate-Box-Set gekauft hab und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Yes. Okay. Muss sagen, du hast den Test bestanden. Glückwunsch. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel, wie versprochen. Danke, Mary. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge. Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss das nicht. Sie werden stolz auf mich sein, Mary. Jetzt können wir doch safe... Oder? Ich wusste es. Dünger. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. Okay, ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Brauch nur ein bisschen Geduld. Ah, okay, cool. Tag 2189, Montag, Randalls Erlösung. Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Immer eins nach dem anderen, Tag ein, Tag aus. Schätze nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, dass es nun Zeit war zu gehen. Nun gut, Gefangene, hört her. Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabakmogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls, dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst das nicht und zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Okay. Ja, ja, ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. Ich war jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, hier einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt. Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und Dünger? Habe ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. Nikotin-Kaugummi mitnehmen, alles klar. Streichhölzer. Die muss ich nicht weg. Okay. Guten Morgen, Mr. Hicks. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sag den Jungs, sie sollen's in Lagerhalle 4 unterbringen. Aber Sir, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Verschwenden wir lieber keine Zeit. Okay.